Artikelnummer SCP-050, Objektklasse Euklid, Sonderverwahrungsverfahren. Bisher ist es nicht gelungen, SCP-050 zu verwahren und alle diesbezüglichen Versuche wurden bis auf Weiteres eingestellt. Wer derzeit im Besitz von SCP-050 ist, muss es in einem Büro aufbewahren, welches er oder sie regelmäßig benutzt. Versucht man SCP-050 in einem leerstehenden Büro unterzubringen, folgt das Objekt seinem Besitzer nach Hause. Dies stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften dar und darf nicht zugelassen werden. Beschreibung: Bei SCP-050 scheint es sich um eine etwa 1 Fuß große Statue eines in einem Buch lesenden Affen zu handeln. Eine der Eigenarten von SCP-050 ist, dass egal in welchem Maßsystem seine Größe gemessen wird, alle Aufzeichnungen hiervon sich nach kurzer Zeit in das angloamerikanische Maßsystem umwandeln. Auf der Unterseite der Statue sind die Worte "Für den Cleversten" in kursiver Schrift eingraviert. Die Statue hat sich bisher als resistent gegen alle Arten von Schäden erwiesen. Versuche SCP-050 zu beschädigen hatten immer tödlichere Streiche zufolge, daher wurden zum gegenwärtigen Zeitpunkt alle Experimente zur Zerstörbarkeit eingestellt. Aus diesem Grund existiert momentan auch keine Methode, das Objekt genau zu datieren. Lässt man SCP-050 in Ruhe, so hat sich gezeigt, dass es sich sowohl nützlich als auch antagonistisch für seinen jeweiligen Besitzer zeigen kann. Siehe Dokument 050. Obwohl man es unabhängig von der Art und Anzahl der Aufzeichnungsgeräte noch nie bei der Bewegung beobachten konnte, wird jeder Raum, in dem es sich aufhält, sehr sauber, sofern es die Zeit zulässt, sogar auf Hochglanz poliert. Verstreut liegender Papierkram wird archiviert, die Mülleimer geleert und ganz allgemein das Durcheinander beseitigt. SCP-050 scheint allerdings auch einen Hang dafür zu haben, seinen derzeitigen Besitzern Fallen zu stellen, sodass diese ihre Büros bei der Rückkehr sorgfältig überprüfen sollten. Dokument 050. Der große Forscherkrieg des Schabernacks von am 1.2000 nutzte Dr. Bright während des Versuchs von Agenten des Chaosaufstands SCP-963 zu stehlen, dessen inhärente Eigenschaften, um die Entführer zum Narren zu halten. Als Dr. Bright in sein Büro zurückkehrte, fand er eine Affenstatue vor, welche dort auf ihn wartete. Sein Büro war in seiner Abwesenheit aufgeräumt worden und alle Akten wurden abgelegt, was für den an sich unordentlichen Dr. Bright ein Schock war. Bei weiteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass trotz der scheinbaren Ordnung in seinem Büro alle seine Stifte bis auf den letzten Tropfen Tinte geleert und einige wichtige Dokumente ins Aramäische übersetzt worden waren. Dr. Bright begann sofort mit den üblichen Untersuchungen für dieses neue SCP-Objekt, kam aber zu keinem Ergebnis, bis Dr. Wrights, als Rache für etwas nicht näher genanntes, seine Büroutensilien mithilfe eines Zwei-Komponenten-Epoxids auf seinem Schreibtisch festklebte. Zu diesem Zeitpunkt verschwand SCP-050 aus dem Büro von Dr. Bright und tauchte im Büro von Dr. Wrights wieder auf, in welchem 050 wieder mit den Aufräumarbeiten begann. Nach mehreren Versuchen stellte sich heraus, dass SCP-050 leicht zu verwahren war, solange sich niemand außerhalb der Foundation als cleverer erwies als die hier arbeitenden Wissenschaftler. Dies führte natürlich dazu, dass viele der Forscher den Titel des Cleversten für sich beanspruchen wollten. Und so begann der große Forscherkrieg des Schabernacks von Memorandum 050-A. Mehr Schwanz, nichts Gutes. O5. Eintrag 1, Bright zu English. Dr. English betritt die Verwahrung von SCP-705 und ermöglicht diesen den Zugang zu etwa 50 Kilo gleich gefärbter Knete. Nach einem einige Minuten andauernden Gespräch zieht sich die neue Armee in die Lüftungsschächte zurück. Es existiert zwar kein Videomaterial von Dr. Brights Büro, aber einige Stunden später stolpert Dr. Bright bedeckt mit kleinen roten Beulen und roter Knete fluchend aus diesem heraus. SCP-050 wechselt in den Besitz von Dr. English. Eintrag 2. English zu Isendorf. Am 23.30 Uhr verlässt Agent Strelnikov sein Quartier voller Wut mit einem Maschinengewehr in der Hand. Rauch strömt aus der offenen Tür seines Quartiers. Es stellt sich später heraus, dass nun Chefforscher Isendorf im Besitz von 050 ist, was beweist, dass ein ausreichend guter Streich die Aufmerksamkeit von 050 auf sich zieht, egal welches Ziel dieser hatte. Eintrag 3, Isendorf zu Kontraki. Am 10.25 Uhr kam Dr. Isendorf von einer kurzen Kaffeepause zurück in sein Büro, um dort eine abgetippte Notiz auf seinem Schreibtisch vorzufinden, welche im Folgenden wiedergegeben ist. Dr. Isendorf, es scheint, dass es ein Problem mit der Klasse A-Amnestätigung, welche Sie nach Ihrem Dienst bei SCP-231 angefordert haben, gegeben hat.
Bitte hüpfen Sie in das nächste Flugzeug, das den Standort verlässt, und warten Sie, bis Sie jemand abholt, damit wir das alles in Ordnung bringen können. Viele Grüße, Ofe. Trotz der sachlichen und stilistischen Fehler in der Notiz, unangemessener informeller Stil oder die Tatsache, dass es keinen Aufseher 3,14 gibt, nahm Dr. Isendorf diese offenbar ernst und wurde sehr aufgebracht. Dr. Isendorf bestieg das nächste Flugzeug, welches von Standort 23 abflog, der regelmäßige Linienflug zu Standort 19. Dr. Isendorf hat dies offenbar erst nach der Landung bemerkt, zu welchem Zeitpunkt er immer noch für über 8 Stunden außerhalb des Geländes wartete, bevor ihn eine Wache fand und ihn fragte, was er dort zu suchen hätte. Dr. Isendorf konnte kurz darauf bestätigen, dass er nie an SCP-231 gearbeitet hatte und fand schnell heraus, was eigentlich passiert war. SCP-050 konnte noch am selben Tag im Büro von Dr. Kontraki beobachtet werden. Eintrag 4. Kontraki zu kalt. Am 2009 um 19.28 Uhr wurde Dr. Kontraki von Assistenzforscherhaus unter dem Vorwand des Ausbruchs von SCP-173 aus der Verwahrung zu Hilfe geholt. Die Sicherheitskameras haben den folgenden Streich aufgezeichnet. Nach der Rückkehr in sein Büro hält Kontraki, als er die Tür erreicht, kurz inne. Wenige Augenblicke später sieht man ihn langsam rückwärts aus seinem Büro gehen, die Augen auf etwas im Inneren fixiert. Später stellte sich heraus, dass Dr. Kalt eine Nachbildung von SCP-173 in Kontrakis Büro platziert hatte, die so positioniert war, dass sie der Tür zugewandt war und Blickkontakt mit demjenigen herstellte, der den Raum betrat. Kontraki ging weiter rückwärts, bis er auf einer Pfütze aus Speiseöl ausrutschte. Der Nachbau von SCP-173, aus Drahtgestell, Pappmaché und Sprühfarbe, wurde in das Büro von Dr. Josef Kalt verlegt. Kurz darauf folgte SCP-050. Eintrag: Kalt zu Yorick. Als Dr. Kalt am 2009 in sein Büro zurückkehrte, fand er überrascht statt der Affenstatue eine Notiz mit der Aufschrift: Ich kann nicht glauben, dass niemand bisher daran gedacht hat. Die Statue befand sich später im Personalschrank von Agent Yorick, der sie einfach gestohlen hatte. Eintrag 6. Yorick zu Kalt. Die Statue kehrte zu Kalt zurück. Yoricks Wohnquartier war in völligem Chaos. Agent Yorick wurde bewusstlos aufgefunden, mit den Worten: Muss man sich verdienen, auf die Stirn tätowiert. Eintrag 7. Kalt zu Leid. Vom bis zu 2009 wurden 27 Mal Handwerker in Dr. Kalts Büro gerufen, die anscheinend zufällig den Auftrag erhalten hatten, ein Möbelstück zu installieren, zu reparieren oder aus dem Büro zu entfernen. In Anbetracht seines Besitzes von SCP-050 wurde Dr. Kalt wegen dieser Störung zunehmend paranoid. Er beschloss daher ab 2009, um seine Unterlagen und das SCP-Objekt mit in sein Wohnquartier zu nehmen und von dort aus zu arbeiten. Beim Betreten seines Wohnraums wurde Dr. Kalt mit dem Inhalt eines Eimers übergossen, der auf der Eingangstür, sorgfältig ausbalanciert, aufgestellt worden war. Der Besitz von SCP-050 wechselte zu Dr. Light. Eintrag 8. Light zu Coleman. Am 2009 wurde Dr. Coleman dabei beobachtet, wie er folgende Notiz an das schwarze Brett im Pausenraum anbrachte. Aufgrund der Auswirkungen von alle Mitarbeiter, welche in den letzten 6 Monaten irgendeine Form von Anlass tätig haben, bekommen haben, sofort bei Dr. Light melden. Die Notiz wurde von nicht weniger als 17 Mitgliedern des O5-Kommandos und Forschungsleitern unterzeichnet und notariell beglaubigt. Sofort im Anschluss wurde eine Rundmail verschickt, die den Informationen in der Notiz widersprach. Dies führte zu einer Massenpanik unter unseren etwas paranoideren Angestellten. Daraufhin folgte etwas, was sich nur als Erstürmung von Dr. Lights frisch renovierten Büro bezeichnen lässt, welche die Zerstörung vieler im Büro enthaltener Gegenstände nach sich zog. Kurz darauf erschien SCP-050 auf Dr. Colemans Schreibtisch. Eintrag 9. Coleman zu Okagawa. Am 2009 wurde Dr. Coleman mit einer E-Mail unbekannter Herkunft aus seinem Quartier gerufen. 5 Minuten später wurde Dr. Okagawa beobachtet, wie er mit einer Tasche unbekannten Inhalts Colemans Quartier betrat und einige Minuten später ohne die Tasche wieder verließ. Nach seiner Rückkehr entdeckte Coleman ein totes Nagetier, das anscheinend mit SCP-447 Sekret eingeschmiert worden war. Personal in den angrenzenden Räumlichkeiten berichteten von einer Reihe von vulgären Ausrufen, gefolgt von einem Schlag. Besorgte Forscher fanden Coleman auf dem Boden liegend ohnmächtig. Der Schleim wurde später als grüner Wackelpudding aus der Küche und die tote Ratte als Gummispielzeug identifiziert. SCP-050 fand sich später in Dr. Okagawas Büro wieder. Eintrag 10. Okagawa zu Chipelski. 2009, 12.34 Uhr. Dr. Okagawa macht sich auf den Weg in die Kantine, vermutlich zum Mittagessen oder für ein spätes Frühstück.
Forscher Chipelski betritt das Büro von Dr. Okagawa mit mehreren Testgefäßen von SCP. 5 Minuten später verlässt er hastig das Büro und schließt die Tür hinter sich. Okagawa kehrt 10 Minuten später zurück, öffnet die Tür und wird von einem großen Tentakel gepackt, der ihn ins Büro zieht und die Tür hinter sich schließt. Ein Sicherheitsteam wird zu Okagawas Büro geschickt und entdeckt ihn, gefangen von einem riesigen Tintenfisch. Das Team versucht, den Kopffüßer zu neutralisieren und Okagawa zu befreien. Die Überreste des Tieres wurden anschließend vernichtet. SCP-050 befindet sich nun im Büro von Chipelski. Eintrag 11. Chipelski zu Jones zu Chipelski zu Jones zu Bright. Eintrag 11-1. Am 2012 kam Forscher Chipelski um ca. 0800 zur Arbeit, um prompt eine Torte ins Gesicht geworfen zu bekommen. Mit freundlichen Grüßen vom Projektleiter Jones. SCP-050 wurde später am Nachmittag auf dem Schreibtisch von Projektleiter Jones vorgefunden. Was? So ist doch nicht originell. Eintrag 11-2. Am 2012 war Projektleiter Jones auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz für die Erforschung von SCP. Beim Betreten der Einrichtung wurde er von Forscher Chipelski mit 2 Torten im Gesicht getroffen. SCP-050 befand sich 10 Minuten später im Büro von Chipelski. Eintrag 11-3. Am 2012 betrat Chipelski sein Büro, um dort Projektleiter Jones mit 3 Torten vorzufinden, die er dem Forscher prompt ins Gesicht warf. SCP-050 erschien an diesem Abend in Jones' Büro. Leute, ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Eintrag 11-4. Dr. Bright betrat mitten am Tag Jones' Forschungslabor mit 4 Torten im Schlepptau, welche er Jones direkt ins Gesicht warf. Beim Verlassen des Labors konnten Videokameras aufzeichnen, wie er »Das sollte besser nicht funktionieren«, sagte. SCP-050 lag bei seiner Rückkehr auf Dr. Brights Schreibtisch. Gott verdammt! Okay, keine verdammten Kuchen mehr, klar? Eintrag Bright zu SCP-732. Am 2012 trat ein Fehler in der Foundation Hauptdatenbank auf, der die Zuordnung des Systemtechnikers Kent zu einem Team des Aufhalten des Schreckens aus dem Asamtoff Seite der Reinigungscrews zur Folge hatte. Während des Joshua Kent wurde befohlen, die Prinzessin Aschlei von Baron Brackstaff zu retten. Abfall mit mehreren Liter Pekka und Platin 9 Euro. Auf seinem Kopf. In der zweiten Hälfte seines Auftrags musste und seine Freunde den magischen mehrere supermatschige Waffen trotz des Geruchs testen. Während dieser Zeit hatte ein routinemäßiger Systemstream was voll mit Großartigkeit in der Datenbank gefunden. Trotz der zahlreichen angeschlossenen Systeme, die infiziert sein könnten, konnte SCP-1337 den Schreckensfürsten auf einem Vulkan finden. Bezüglich der Aufgabe von Systemtechniker Kent. Kent wurde weitgehend unversehrt zu Standort 23 zurückgebracht. SCP-050 wurde neben einer mit SCP-732 infizierten Festplatte entdeckt, wobei die Statue den Virus als ihren neuen Besitzer zu betrachten schien. Eintrag 13. Daten gelöscht. Eintrag 14. Daten gelöscht. Eintrag 15. SCP-732 zu Light. Am 2012 schloss Dr. Light die SCP-732 infizierte Festplatte an einen Scanner an und fragte 732, ob es auf Anfrage LOLCAT-Bilder erzeugen könne. Seine Antwort präsentierte es in Form einer 8000 Wörter umfassenden erotischen Geschichte mit sich selbst in Form eines Mannes namens Lord Kickass. Dr. Light redigiert war, dass er mit Hilfe von SCP-050 alles schaffen könne. Dr. Light stellte SCP-732 gescannte Fotos von SCP-577, SCP-529, SCP-607 und 2 Instanzen von SCP-331 zur Verfügung. SCP-732 produzierte für jedes 10 LOLCAT-Bilder. Dr. Light hat dann SCP-732 SCP-637 in Form einer Zeichnung von SCP-637-2 zur Verfügung gestellt. Infolgedessen wurde SCP-732 schnell mit etwa 63 GB Text überschrieben, welcher die Handlung und das Aussehen von SCP-637 beschreibt. Ob diese Informationen den gesamten verfügbaren Festplattenspeicher hätten füllen können, ist unbekannt, da die letzte Handlung der Lord Kick-Ass-Instanz das Auslösen eines vollständigen mechanischen Ausfalls der Festplatte gefolgt von einer katastrophalen, unkontrollierten Oxidation war. SCP-050 wurde am nächsten Morgen in Dr. Lights Büro gefunden. Anmerkung: SCP-637-2 berichtet, dass SCP-637 durch den Einstieg in SCP-732 nicht beschädigt wurde, sondern dass sein Fell nur wirklich durcheinander war. Hinweis: Andere Kopien von SCP-732 scheinen vom Selbstmord von Lord Kick-Ass nicht betroffen zu sein.